Und einmal ein Dagger. Romil ist rechts der Gruppe und Rangers können schon mal die kleinen Blobs da pullen. Ja, hier hinten sind noch zwei Mobs. Thanks. Totems weg und durch, ja. Okay, wir haben die Blips gepult, geil. Läuft alle einmal rüber. Flieg schon wieder in die östlichen, bin gleich wieder bei dir. Jo, ist er. Ja, 60er, falls ihr schon fünfmal gestorben seid, bleibt vielleicht ein bisschen zurück. Könnte helfen. Und könnt weiter.
So, wir laufen dem Boss gerade hinterher. Achtung, wir laufen blubs von links nach rechts. Wenn ihr zu nah seid, explodieren die und töten euch. Wenn jetzt jemand fällt, ist es noch witziger. Und dann auch einfach kurz hinsetzen und reden. Sobald der Boss kommt, drei Tanks ran, zusammenstehen und ja. Heilen einfach nur die heilen und Melis kurz warten. Zwei Prio 1 zu rollen. Ich bin der UKNX. Mein Rogue hat leider ID gefressen, deswegen bin ich mit Warlock hier. Ah, jojo, roll einfach. GZ. Ja, unser Hunter bitte die drei rechts da drüben pullen und könnt die zwei da holen. Könnt ihr ein bisschen kicken und entgiften.
Jo, kein Pullen. Nicht vor dem Boss stehen und im Debuff rauslaufen oder halt. Eben nicht. So, ein Warlock bitte Kroder putten. So, ein Boss tankt gleich Rangar, nicht Exodius. Und die und dass der Fearward immer drauf hat. Warum auf mich? Okay, gut, ich hab Fearward. Läuft. Okay, die ahnen schon was. Ja, die. Das ist immer drunter geflogen. Ja, ich. Portet den, falls ihr nicht jedenfalls seid, sonst porten wir den am Boss. Jetzt könnt ihr porten. Oh, kommt. Die, die da schon davor laufen, Attacke, I guess. Ja, okay. Ja, die Pala-Tanks schauen natürlich, dass die Zombies nicht Amok laufen. Naja, ich bin aber ganz weit hinten zum Tank. Ja, passt schon, ich auch. Wieso tankt Exo den Boss wieder? Was ist hier los? Ich hab 4 Watt bekommen. Das war für mich ein Zeichen. Oh Mann. Hab ja, den mal getauscht. Ah ja, die haben den Boss gepult. Wahrscheinlich deshalb. Nee, jetzt müsste gehen. Will denn Holz jemand? Ich kann nur, ich hab ihn schon, also jetzt oder ne? Oh, ich war gerade gemutet, oder? Lol.
Ich gehe links, würde ich sagen. Ja, die zwei Palatanks links, Rangar rechts, Melis, Hunter rechts und Kastral links. Loker, Lumiclap, geht mal nach links. Man hat ein bisschen viel Walls dabei. Müssen gleichzeitig sterben, also hört auf die Calls. Von Booster nach minus links, plus rechts. Also wenn ihr minus Debuff habt, geht ihr links von uns aus gesehen vom Boss in die Gruppe und das gleiche mit dem Plus einfach rechts. Und pullen. Die Leute, die den Charo-Follow haben, lasst ihn hier oben. Oder fällt runter, das ist auch gut. Du solltest ihn aus der Suppe rausholen, sonst stirbt er gleich. Städtischen Suppe? Links minus, rechts plus, von uns aus gesehen. Melis haltet Max Melee Range Abstand. Der hat eine ganz große Melee Range. Also braucht da nicht zu sparen. Links minus, plus rechts, von uns aus gesehen. Okay. Kann den Boss toppen. Und nicht vergessen, der Debuff kann wechseln im Fight. Ihr müsst also immer ein bisschen drauf schauen. Und wenn ihr keinen Debuff habt, geht in kein Camp. Na, aber Debuff, Achtung. Melee ist natürlich auf Max Melee Range. Na, also Debuff, Achtung. Ah ja, Jin, das gehört. Die werden Lachs ein bisschen schwieriger machen. Debuff, Achtung. Ja, habe ich gelesen. Aber schwieriger machen sie es ja nicht. Also nicht wirklich. Die machen nur mehr HP und mehr Damage. Naja, die wollen es ja auch insgesamt ein bisschen knackiger machen. Weil die haben gesagt, dass es viel zu einfach skaliert war. Früher. Skaliert. Das Problem ist, die Mechaniken sind viel zu einfach. Ich meine hier, plus, minus, that's it. Ja, gut. Das ist ja bei anderen Raids ja auch nicht. War nur ein geteilt und ein Mal dazu, dann wird's interessant. Plus durchs Portal, minus hier verteilen. Geht vom Boss weg, danke. Und Rätsel toten schon mal. Aber wenn der Buff dazu führt, dass du eine Mechanik mehr spielen musst, dann ist es ja schon schwieriger. Oder überhaupt eine Mechanik spielen musst. Das schon, klar. Nicht wie Classic, wo du nur Barack einfach vor der Kite-Phase gekillt hast. Ja, genau. Also schon schwerer. Ja, das ist kein Face-Roll mehr. Problem ist halt, die Mechaniken, die du da skippen konntest, sind nicht schwer. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn.
Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass du, ich sag mal, ungegiert da jetzt auch, ich, also, ist ein